Für die Fans motorisierter Klassiker ist sie ein Muss. Die Bremer Classic Motor Show gilt innerhalb der Oldtimer-Szene als Startschuss zur neuen Saison. Wie jedes Jahr lockt sie Anfang Februar viele tausend Besucher auf das Bremer Messegelände. In diesem Jahr steht die Sonderschau unter dem Motto Italienische Eleganz. Wie schon im letzten Jahr präsentiert sich der PS-Speicher aus Einbeck wieder in Halle 5. Was ist das Ziel? Naja, wir sind hier, um uns zu präsentieren und um unseren Bekanntheitsgrad natürlich noch weiter zu steigern. Wir haben am 23. Juli 2014 aufgemacht. Jetzt haben wir Anfang Februar 2015, das heißt, die ersten 7 Monate liegen hinter uns. Und es ist unser erster großer Messeauftritt seit der Eröffnung. Knapp 40.000 Besucher waren jetzt da und wir hoffen, dass wir hier noch mal ein paar mehr davon überzeugen können, nach Einbeck zu reisen und sich den PS-Speicher anzugucken. Damit das gelingt, wurde ein neuer, rund 70 Quadratmeter großer Messestand entworfen. Er bietet genügend Raum für einige Highlights aus der großen Fahrzeugsammlung und schafft eine angenehme Atmosphäre für die Besucher. Steht der Messeauftritt unter einem bestimmten Motto? Naja, wir haben uns dem Thema angepasst und wir haben ausschließlich italienische Exponate am Stand, unter anderem eine Viotti-Karosserie auf Basis eines Fiat 600 Coupés, ein sehr seltenes Fahrzeug, es stammt aus der Sammlung Störi. Dann zeigen wir noch eine Ayamaki Harley-Davidson alla Verde sowie eine Moto Guzzi V7. Diese Fahrzeuge repräsentieren nicht nur die italienische Eleganz, sondern zeigen auch einen Querschnitt durch die Exponate des PS-Speichers. Ein wichtiger Schlüssel, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, sind die Mitarbeiter am Messestand. Mit welchem Team präsentiert sich der PS-Speicher hier in Bremen? Wir sind personell sehr gut aufgestellt, aber dadurch, dass wir am Wochenende natürlich auch den laufenden Betrieb im PS-Speicher gewährleisten zu haben, haben wir da sehr viel Personal gebunden. Deshalb sind wir auf die Mitarbeit ehrenamtlicher Mitarbeiter angewiesen bei Messebesuchen und bei Veranstaltungen. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Herrn Natke und Herrn Knoll dazu gewinnen konnten, hier den PS-Speicher zu vertreten für jeweils 2 Tage. Die Besucher sollen das Gefühl mit nach Hause nehmen, ich muss nach Einbeck, ich muss in den PS-Speicher. Diese Ausstellung muss ich mir unbedingt angucken, denn diese Ausstellung ist wie keine andere Ausstellung in Deutschland. Und das versuchen wir hier auf der Messe zu erreichen, dieses Gefühl.